Schwarz hat gerade Läufer C2 gespielt, um diesen garstigen weißen Angriffsläufer, der schon auf den schwarzen König strahlt, loszuwerden. Insofern ist das sehr, sehr verständlich. Aber er hatte die Rechnung ohne Matthias Blühbaum gemacht. Der nahm nämlich jetzt auf C2 den Läufer weg, opferte sozusagen eine Qualität, weil er gesehen hatte, dass wenn Schwarz zurückschlägt, kann es Weiß schon ausknipsen. H schlecht G, F schlecht G und jetzt der wunderbare Einschlag. Läufer G6 und Schwarz wird in allen Abspielen matt, egal was er tut. Nimmt den Läufer, Dame D3 Schach. Würde jetzt zum Beispiel der König ins freie Feld laufen, Dame H3 Schach, Dame G3 Schach und dann das wunderbare F3 und es droht Dame G4 matt und dagegen gibt es keine Verteidigung. Also läuft der König lieber zurück ins Feld. Schwarz spielte hier König F7, aber auch dann wird's matt. Dame H7 Schach, König F8, Dame H8 Schach, König F7, Dame G7 Schach und Dame G8 matt. Und Matthias hatte in der Champions Chess Tour eine großartige Partie gegen einen veritablen Gegner gewonnen, einen 2650 Großmeister. Die ganze Partie findet ihr auf meinem YouTube-Kanal.